Grüß euch, mein Name ist Thomas Bachemer. Ich bin Betreiber der Newsplattform Bachemer.com. Ich bin darüber hinaus Chefökonom der Goldvorsorge in Wien und Europapräsident des Goldstandard-Institutes, das schon einiges erahnen lässt, worauf sich meine Arbeit konzentriert, nämlich auf das Währungssystem und auf die Politik im Allgemeinen. Vorauszuschicken ist bei diesem Thema, dass die Menschheit hier das erste Mal in der Menschheitsgeschichte an einen Strang zieht. Die politische Menschheit, wenn man in diesem Fall von Menschen sprechen kann. Die haben noch nie was zusammengebracht, alle zusammen, alle Nationen, um den Welthunger zu bekämpfen. Sie haben noch nie was zusammengebracht, um den Weltfrieden zu errichten. Sie haben noch nie zusammengebracht, dass schlechter entwickelte Staaten sich besser entwickeln können. Aber eins bringen sie komischerweise zusammen, dass sie alle die gleichen Maßnahmen einberufen oder benutzen, um uns zu knechten bzw. die Wirtschaft hinzurichten. Das macht mich, auf steirisch gesagt, etwas herrfleischig, und da sollten wir schon alle Obacht geben. Wenn sich die politischen Führer auf einem Globus so einig sind, dann kann das nichts Gutes bedeuten, weil fürs Gute waren sie sich noch nie einig. Es gibt erstaunliche Parallelitäten zwischen 1929 und jetzt. 1929 wurden die Margin-Verordnungen über Nacht an der New Yorker Börse verändert, was natürlich die Marktteilnehmer gezwungen hat, die geleveraged waren, aus dem Markt zu gehen. Und was ist dann passiert? Es hat natürlich einen Börsenkrach gegeben und 16.000 Banken wurden vom Markt gewischt. Du hast eine Bankenkonzentration gehabt, eine enorme. Und diese Bankenkonzentration ist der Ursprung fürs heutige Weltbankensystem, wo ja nur einige große Player wirklich was zu sagen haben. Und heute ist es sehr ähnlich. Wir schmeißen heute die Produktivität und Innovationskraft von Millionen von kleinen und mittleren Unternehmen wegen der Pandemie in den Lockus. Und einige große bleiben über, wer die Aktienkurse verfolgt hat. Amazon-Aktien steigen, Facebook, Twitter, alle diese Dinge, Tesla vor allem, gehen in den Himmel, während andere, die wirklich innovativ sind, sterben. Das gibt natürlich Anlass zur Sorge, weil es sich ähnlich verhalten könnte wie 1929. Vor allem noch eine Parallelität sei festgestellt. 1929 haben die Banken und die großen Banken, die vorher schon gewusst haben, dass die Gesetzesänderungen kommen, haben dann geholfen und versucht, den Markt aufzuhalten mit Käufen. Sie wissen, was heuer im März passiert ist. Die Zentralbanken, zumindest bei den Banken habe ich keinen Beweis, haben aber auch Aktien gekauft, um den Markt zu stützen. Das ist aber nicht wahr. Die haben Aktien gekauft von ihren Freundesfirmen, damit diese ihre Marktmonopolstellung und Konzentrationsstellung ausweiten können. Das ist fatal. Das ist wieder die Entwicklung des Globus oder der Menschheit. Und das ist eines der größten Verbrechen in der Menschheitsgeschichte, was wir heuer im Jahr 2020 erleben mussten. Das ist eine super Frage, das habe ich leider vorher verabsäumt zu sagen. Es stimmt nämlich, die groß angekündigten Wirtschaftshilfen, ich kann die Zahlen Deutschlands, die sind auch nicht so leicht zu eruieren, aber in Österreich kann ich euch sagen, der Finanzminister zusammen mit dem Bundeskanzler binnen weniger Wochen nach dem Lockdown sofort Wirtschaftshilfen versprochen in einem Ausmaß von 50% der Steuerleistung Österreichs im Jahr. Das heißt, die schmeißen für einen von ihnen herbeigeführten Lockdown sogenannte Hilfen, schmeißen sie Geld auf den Markt, was 50% der Steuereinnahmen des vorigen Jahres sind. Und natürlich mussten alle Unternehmer Formulare ausfüllen und bei keinen oder bei sehr wenigen hat es funktioniert. Es gibt heute noch Menschen, die nichts gekriegt haben. Die meisten haben irrsinnig wenig bekommen, was mit dem Schadensausmaß, den diese Verbrecher da initialisiert haben oder institutionalisiert haben, mit dem Schaden, was die angestellt haben, geht diese Hilfe überhaupt nicht einher. Aber das Geld ist ja mittlerweile ausgegeben und wer das Geld bekommen hat, das werden natürlich auch im Kleinen die Firmen sein, die in Österreich weiter eine Rolle spielen, während man die normalen Firmen, das Rückgrat, den Mittelstand, das Rückgrat der Wirtschaft,
das ist natürlich schon bedenkliche Entwicklung und es geht für mich in Richtung Marxismus 2.0. Das ist eine Planwirtschaft. Der Finanzminister und der Kanzler können machen, was sie wollen. Sie können das von oben herab planen und sie können auch planen, wer überbleibt und wer nicht überbleibt. Und das sollte uns zu denken geben. Hinzu müssen wir noch die Denk- und Meinungsdiktatur, die es mittlerweile gibt, die durch junge Mädchen da Platz greifen, muss man auch noch ins Auge fassen, weil die wünschen sich sowieso eine Auflösung unserer marktwirtschaftlichen Strukturen und der marktwirtschaftlichen Verträge und Verfassungen, die wir alle haben. Das wird offen in Spiegel und Fokus auch beschrieben, mit sehr wenig Kritik. Und da wissen wir schon, wo es hingeht. Es geht in Ort UdSSR 1970 mit verschärften Maßnahmen und verbesserter Überwachungstechnologie. Ja, eine Pandemie ist hauptsächlich dadurch gekennzeichnet, dass die Menschen Angst haben, weil der Nachbar gestorben ist und der Cousin gestorben ist oder wer auch immer. Und diese Pandemie ist gekennzeichnet dadurch, dass keiner stirbt, aber die Politik jeden Tag Angst macht mit irgendwelchen schwindlichen Zahlen, wo auch der Angesteckte oder Infizierte überhaupt nicht weiß, dass er infiziert ist. Aber er wird in die Statistik aufgenommen, um die Ängstlichen bei uns zu komplett in Panik zu versetzen und noch staatshöriger zu machen. Wir kennen das auch, das hat schon der Hermann Göring gesagt, mit Angst in der Bevölkerung kannst du relativ alles machen. Und das ist einmal das Erste, was sofort enden sollte und wo wir alle als Bürger friedlich daran arbeiten sollten, dass die uns nicht mehr weiter Angst machen und vor allem nicht die angeschlossenen Medien, die von der Politik bezahlt wurden und auch, wie die Deutschen auch sicher wissen, vor der Corona noch mit 200 Millionen Euro bedacht wurden, damit sie ja das machen, was sie machen. Und wenn hier eine Gegenströmung eingeleitet wird, dass diese Angstmache vorbei ist, bin ich mir ganz sicher, dass da auch Corona vorbei ist, weil Corona existiert nicht wirklich, das ist klassifizierbar mit einer normalen Krankheit und wird uns unser Leben lang begleiten, aber wir machen auch keine Grippetests. Ja, also wenn das einmal dann passiert ist, dann können wir einmal anfangen mit dem Wiederaufbau, natürlich völliger Hinausschmiss aller politischen Akteure in Europa, die das mitgeführt haben, mitgetragen haben. Durchaus auch, dass man sie außer Gefecht setzt, um nie mehr wieder Politik betreiben zu dürfen. Und bei manchen Fällen ist auch sicherlich eine Gefängnisstrafe, eine mehrjährige, angebracht. Das wäre der zweite Schritt. Und der dritte Schritt ist, dass dann die Vernünftigen, die wirklich diesen Globus und unsere Nationen weiter befördern wollen, wieder beginnen können, störungsfrei zu arbeiten. Weil eines wissen wir aus den Krisen der letzten 12 Jahre, dass keiner von uns Wirtschaftstreibenden und keiner der Arbeiter und Angestellten in Deutschland und in Österreich an diesen Krisen nur irgendeine Schuld trifft. Die Verschuldungskrise, ich kenne keinen Tischler, der den Staat verschuldet hätte. Die Migrationskrise, ich kenne niemanden, der das befördert hätte, der gesagt, ich möchte bitte mehr Steuern zahlen, damit die armen Syrer zu uns kommen. Diesel- und CO2-Krise, ich kenne keinen Bürger, keinen anständig produzierenden Bürger, der sagt, wir müssen bitte die Dieseln anschaffen, weil die Platteln in meinen Garten fallen schon runter wegen dem Gas und wegen dem CO2 und so weiter. Das sind alles von oben gemachte Krisen und wir müssen die jetzt von oben da runterholen und wir werden dann ohne staatliche Planung kleinere Krisen erleben, weil die Wirtschaft lebt einfach vom Ein- und Ausatmen, aber wir werden die alle mit unserer, besonders die deutschen Bürger, mit unserer Fleiß, Konsequenz und Innovationskraft selber ausbügeln und wir brauchen keinen Jens Spahn, wir brauchen keine Kanzlerin, wir brauchen keinen Kanzler Kurz, die uns sagen, wie wir produzieren sollen. Was mich jetzt an ein Zitat von Ayn Rand erinnert, wenn Menschen, die nichts produzieren, den Produzierenden sagen, wie sie zu produzieren haben, dann lebt man in der falschen Gesellschaft und das ist jetzt genauso. Und alle diese Krisen, seid ihr, solltet ihr dazuschauen, ihr Politiker, seid ihr verantwortlich und nicht wir. Und jetzt habt ihr den Zenit überschritten, jetzt reicht's und wir holen euch irgendwie friedlich und im Rechtsbogen bleibend da raus. Entschuldigung, dass ich dir jetzt noch einmal ins Wort falle, aber ich habe was vergessen vorher und das ist die Rückkehr zur Rechtsstaatlichkeit. Ich beschäftige mich seit 4 bis 5 Jahren mit
der Rechtsstaatlichkeit und mit dem Bruch der Rule of Law durch Regierungen, durch supranationale Organisationen. Und was wir da seit 2008 an Rechtsbrüchen erleben, ist himmelschreiend. Und ich bin voriges Jahr schon durch ganz Europa getourt mit einem Vortrag, der sich mit diesem Thema befasst hat. Hätte aber niemals denken können, dass 2020 so ein Wirbel passieren würde. Ja? Das ist einfach untragbar. Und wir produzierenden Menschen, wir wollen wieder in den Rechtsbogen zurück. Und wir wollen, weil wir haben ihn ja nicht verlassen, den habt ihr nur ihr Politiker verlassen. Also wir müssen unbedingt dorthin wieder zurück. Und ich glaube auch, dass unser Rechtskorsett völlig gewappnet ist für alles, was uns in Zukunft betrifft. Hin und wieder muss man Adaptierungen machen, weil sich die Welt weiterentwickelt. Aber wir sind eigentlich für alles gewappnet, außer für eine herbeifantasierte Pandemie. Ja, wir wissen alle, die Masken funktionieren nicht. Wir wissen auch, wenn wir husten, stoßen wir Tröpfchen aus und die Regierenden sagen, wir sind irrsinnig gefährlich und ganze Städte können sich von einem Huster anstecken. Wenn die aber uns testen, fahren sie uns bis hinters Ohr durch die Nasen rein, damit sie den Virus finden. Das ist ja unlogisch irgendwie. Und diese Unlogik, glaubt ihr das nicht? Was macht es am passiven Widerstand? Ich habe heute erst in Hessen in einem Café, also in der Früh, eine Frau gesehen, die geschimpft hat mit der Verkäuferin, weil 10 Meter woanders einer ohne Masken gestanden sind. Und diese Frau hat mir genauso ausgeschaut, als wäre sie eine von jenen, die sagt, das, was vor 80 Jahren passiert ist, darf nie wieder passieren. Entschuldigung, aber ich werde ein bisschen emotionell bei diesem Thema. Aber man kann schon weiter sagen, rüstet euch mental, glaubt nicht den Scheiß, schaltet eure Fernseher aus und ihr werdet sehen, die Pandemie ist vorbei. Sobald der Fernseher ausgeschaltet ist, ist das vorbei und man braucht das Ganze auch nicht. Und rüstet euch für das, was kommen möge. Es wird friedlich sein. Wir werden friedlich das abschütteln, weil irgendwann einmal werden alle drauf kommen, was die da verbrochen haben. Und dann ist es eh vorbei und dann spucken wir in die Hände, tun wie 1945 und ihr Deutschen habt da drin besonders gute Erfahrung. 1954 sind sie Weltmeister geworden und 1969 haben die Überschüsse erzielt ohne Ende. Und ich glaube auch, dass das diesmal wieder der Fall sein wird.